Für das OWP12 haben wir ein neuartiges Beleuchtungskonzept entwickelt, um das ganze Thema intelligente Beleuchtung auf einen neuen Level zu heben. Das in Zusammenarbeit mit Rees & Sommer. Das heißt, als wir in das Projekt gestartet sind, war die Plattform als solches noch in den Kinderschuhen. Gut für beide Seiten, weil man sich aufeinander einstellen konnte und gegenseitig auch abfragen konnte, was die eigentlichen Bedarfe sind. Hier im OWP12 kommt auch eine neue Generation Sensorik zum Einsatz. Das heißt, die Leuchten sind alle mit einem Sensor bestückt. Der reagiert zunächst einmal auf Präsenz- und Tageslichteinfall. Und der eigentlich innovative Part ist, dass wir innerhalb des Sensors ein Funkmodul haben und die Möglichkeit haben, die einzelnen Sensoren untereinander zu verkabeln. Der Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist ganz klar, ich brauche keine zusätzlichen Datenleitungen im Gebäude, um mein Licht anzusteuern und habe den großen Vorteil, dadurch, dass jede Leuchte mit einem Sensor bestückt ist, ich eine relativ hohe Sensordichte habe, die ich für verschiedene IoT-Applikationen nutzen kann, wie Tracking, wie das Analysieren von Raumnutzung, wie das Erfassen von Temperaturen, die ich dann wiederum im Bereich GLT verarbeiten kann, um meine Heizung, meine Lüftung, meine Klimaanlage zu optimieren. Bei uns ist es so gelöst, dass tatsächlich jede Leuchte für sich selbst entscheidet, muss ich jetzt gerade leuchten? Und wenn ja, wie hell muss ich leuchten? Muss ich im Aktivmodus sein, weil ich gerade eine Bewegung erfasst habe, weil gerade jemand bei mir in der Nähe ist? Oder aber kann ich im Standby-Modus bleiben, also im Passivmodus, so nennen wir das, und verbrauche nur noch 3% der eigentlichen Leuchtkraft. Das ist maximal energieeinsparend, dahingehend, als dass wir, ich sag mal, den Part LED, der jetzt mittlerweile so langsam an seinen Leistungsgrenzen kratzt, ausblenden und konzentrieren uns jetzt tatsächlich auf die Betriebsstunden. So, und bei diesen Betriebsstunden können wir verglichen zu einem normalen DALI-System gut 70% der Betriebsstunden sparen.